Und ihr seht, ich habe 113 Level. Der obere Abteil der Kisten war voll und ich wollte mich die ganze Zeit farmen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir bauen heute, beziehungsweise wir bauen heute nicht wirklich weiter, denn ich habe heute etwas mal ein bisschen anderes vor. Wir waren ja lang nicht mehr im Nether. Und ihr seht, ich habe 113 Level. 113 Stück. Ja, ihr habt richtig gesehen. Bei diesem Level-Farm, was ich am Nether mache, ich habe ja eine Nether-Farm, das wisst ihr ja alles wahrscheinlich schon. Bei diesem Level-Farm staut sich einiges. Und mit einiges meine ich einiges an Stuff an im Nether. Heute werden wir uns darum kümmern. Ich habe vor, diesen Stuff zu verwenden, ist ja klar. Ich möchte nämlich heute in dem Nether einmal eine Sortiermaschine bauen, die die Items direkt sortiert und in ein Extralager im Nether einsortieren wird. Und dann möchte ich für die ganzen Schwerter, die dabei ja rauskommen werden, weil wir haben ja Schwerter von den Pigments, will ich einen automatischen Ofen bauen, der aus dem automatischen Sortiersystem werden dann die Schwerter direkt rausgezogen und im Prinzip in den automatischen Ofen geleitet. Da wird es zu Goldklumpen heißen die, glaube ich, gebrannt. Und dann kann ich es zu Goldbarren machen. Wird, denke ich, wieder eine ganz lustige Angelegenheit, weil ich, um ehrlich zu sein, erstens keinen Plan habe, wie man automatischen Ofen baut. Zweitens weiß ich glücklicherweise, wie man ein automatisches Lager baut, aber ich weiß tatsächlich nicht, ob das automatische Lager überhaupt die einzelnen Schwerter rausfiltern kann, da es ja immer mit einem Tick funktioniert und dieser Tick, professionell, und dieser Tick eben nicht erfüllt wird bei den Schwertern, da es halt nur ein Item ist und nicht 64. Also ist die Frage halt nun mal, wie wird das heute ablaufen, Leute? Ich will mich da selber mal ein bisschen reintüfteln und ich wollte jetzt nicht wieder alles googeln und vortesten oder so, sondern wollte es selber mal mit euch hier machen. Und ja, das werden wir uns heute auf jeden Fall mal angucken. Und nee, Alter, immer wenn ich die Folge anfange, tauchen diese Biester auf. Nein, nein. Ha. Du bist am Arsch. Du bist am Arsch. Sterbt. Das Ding ist, Leute, was soll ich mit 113 Leveln denn heute verzaubern überhaupt? Ja, ich werde jetzt einfach hier ein bisschen Bücher enchanten und so. Und schauen, was dabei rumkommt. Oh, da war... Ja, Federfall. Federfall 4. Geil, Federfall brauchen wir. Federfall war sogar sehr dringend. So, Leute, wir haben jetzt alle 30 Level verbraucht. Und, also ein Buch habt ihr ja gerade schon gesehen, ist auf jeden Fall super, und zwar das Federfall 4 Buch. Aber ich bin die ganze Zeit am Hoffen, dass wir irgendwie noch ein anderes cooles Buch bekommen haben. Weil ich habe dann hier raufgeguckt, bin ich ehrlich. Ich habe einfach nur verzaubert und gehofft, dass es gut wird. So, dann machen wir direkt hier jetzt auf die Boots endlich wieder Federfall 4. Hatten wir ja am Anfang des Projektes schon mal, aber dann sind sie leider kaputt gegangen. Und seitdem leide ich immer an Fallschaden, aber jetzt haben wir endlich wieder die neuen. So, was ich dann auf jeden Fall gerne noch machen würde, wäre erstmal mir ein Totem in die Hand nehmen. Was ich gerne noch machen würde, wäre mir ein Schild craften und mal ein Schild verzaubern. Weil tatsächlich haben wir in dem kompletten Projekt hier noch nie ein Schild verzaubert. Ja, Haltbarkeit geht drauf. Haltbarkeit 3 und da ist direkt unser Amboss kaputt gegangen. Ist ja auch cool. Dann mache ich jetzt gleich mal ein paar mehr Amben, weil wir haben ja eh genügend Eisen. So, aber kann man sonst irgendwas noch auf ein Schild tun außer Haltbarkeit? Also theoretisch dürfte da nichts mehr raufgehen, oder? Schade. Ich habe eigentlich gehofft, dass man da mehr rauf tun kann. Dann lege ich das hier erstmal rein. So, dann möchte ich auf jeden Fall auf meine Brust noch Dornen 3 rauf tun. Dafür haben wir auch noch glücklicherweise genug Level. Und dann kann ich mir noch irgendeine Picke schnappen, wo Effizienz 5 rauf soll. Effizienz 4, so haben wir Effizienz 5 noch eine neue Picke. Ja, und mehr könnten wir tatsächlich nicht machen. Ich würde sagen, ich schnapp mir jetzt ganz kurz den Stuff zusammen, den wir brauchen, um im Nether dann die Farm zu bauen. Und wenn ich den Stuff hab, werde ich euch kontaktieren, Leute. Ne, ihr seht jetzt aber einen Schnitt und dann habe ich den Stuff wahrscheinlich und dann geht's direkt in Nether. Und im Nether zeige ich euch gleich was, weil ich war ja nicht untätig in der Zeit, wo ich AFK stand. Ich habe im Nether ein bisschen was gebaut. So, ja, okay, ich habe jetzt alles, es hat ein bisschen länger gedauert. Vielleicht war ich gerade auch 30 Minuten insgesamt für Holzfarmen, für die Trichter sowie für die Truhen. Aber sonst sollten wir jetzt hoffentlich alles haben. Falls nicht, muss ich leider nochmal wirklich nach Hause laufen. Und jetzt zeige ich euch auch direkt das, was ich im Nether gebaut habe. Denn hier im Nether ist ein bisschen was passiert. Im Prinzip habe ich das hier ausgebaut und ich habe hier eine Treppe hochgebaut, weil ich habe ja das Portal mal umgesetzt, damit es ordentlich synchronisiert wird von der Welt. Und hier oben ist aber erst unsere Goldform, dort oben.
Und dann habe ich jetzt, hier war vorher unser Portal, das habe ich abgebaut, habe dann hier einfach eine Treppe hochgebaut, da ich hier einfach schneller hochkomme. Und Alter, diese Dinger, die stören mich so, diese Geräusche, die machen, machen mich so fertig. Hier brauchen wir jetzt eine Enderperle. Die Frage ist, was lassen wir für die Enderperle jetzt am besten hier? Ich würde einfach sagen, ich lasse Bruchstein erstmal hier, weil wir müssen uns hier durchporten. Das mit dem Minecart könnte man zwar auch machen, aber das dauert immer relativ lange, deswegen, und ich habe hier die Enderperlen. Porte ich mich einfach da durch und ihr seht es vielleicht schon von hier. Man sieht es aber nicht so gut. Der obere Abteil der Kisten war voll und ich wollte nicht die ganze Zeit farmen, ohne dass ich den Stuff sammle. Weil schließlich bringt er ja was. Und dann habe ich da noch mehr Kisten rangehangen. Sind ein paar viele geworden, ich weiß. Die sind auch schon bis nach da oben voll. Noch nicht bis nach ganz oben, aber bis circa da sind die schon voll. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass wir endlich mal. Und die liegt sogar noch Stuff vom letzten Mal. Deswegen ist es mir auch so wichtig, dass wir jetzt langsam die Maschine bauen, die das sortiert, brennt, bla bla bla. Und ich würde das sogar gerne, oder ich werde das nicht hier auf der Bedrock-Höhe bauen, weil falls wir einen Block tiefer müssen, wäre das ziemlich blöd. Sondern so ein paar Blöcke hoch, würde ich sagen. So auf der Höhe hier, denke ich mal, müsste das passen. Und das allererste, was wir jetzt machen, ist erstmal die Farm weiter fortführen nach unten. Später werden wir das Cobblestone natürlich austauschen. Ich will das auf jeden Fall gegen Quarz austauschen. Nur Quarz bekommen wir ja dann von den Villagern später. Und das dauert ja natürlich dann noch ein bisschen. Aber ich will so die Netherwelt an sich so ein bisschen moderner halten, weil wir bauen ja im Mittelalterstil. Und wenn der Nether dann modern ist, finde ich das ganz cool. Denn hier ist jetzt der Anlaufpunkt für die Kiste. Und dann kommt hier im Prinzip ein Trichter rauf, Kiste. Und das führen wir jetzt einfach sofort bis nach da oben. Und dann werdet ihr wahrscheinlich auch schon den Massenansturm von Items sehen, weil das ist echt krank, was hier passiert ist. Wir haben hier so viel Gold, ich will gar nicht wissen, wie viele Goldblöcke wir hier am Ende rausbekommen werden. Ich glaube, das unterschätzt man echt krass, wenn das noch in den Golden Nuggets, in den Goldbarren, die ja in den Kisten verteilt sind, sind. Und wenn man halt die Schwerter hier sind ja auch alles jeweils nochmal ein Goldklumpen. Das ist ja alles wirklich, also ich glaube, das lohnt sich wirklich, es rentiert sich richtig krass. Hier Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Ich kann jetzt noch ein paar Kisten zeigen, wenn ihr wollt. Nummer 4, nee, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6 kann ich da oben nicht zeigen und davon haben wir ca. 50 Stück, um es mal klar und deutlich zu formulieren. Also die Kisten sind wirklich komplett des Todes gefüllt und dagegen will ich ja heute was machen. So, das Erste, was wir jetzt hier mal machen, ist eine Bauchest. Da kommt jetzt erstmal all der Stuff rein, den ich gerade nicht brauche zum Bauen. Und dann planen wir das Ganze hier erstmal, weil ich habe, um ehrlich zu sein, absolut null Peilung bisher, wie ich das hier letztendlich bauen will. Und übrigens, das mit den Half-Slabs mache ich, damit hier unten keine Pigmen spawnen auf dem gebauten. Schließlich, das wäre ja auch, naja, ziemlich, ziemlich doof, wenn hier Pigments spawnen. Hätte ich, um ehrlich zu sein, nicht so wirklich Lust drauf. Zumal ich der Meinung bin, dass da oben dann auch weniger spawnt und dann haben wir weniger Stuff, bla bla bla. Ist ja, denke ich, alles klar. So, und jetzt muss ich mir erstmal kurz angucken, wie wir das machen mit dem Kistensystem. Denn wir müssen jetzt von dem Hopper, von der Kiste aus, da kann ich mir direkt hier mal was schnappen. Von der Kiste aus gehen die Items 3 Hopper nach unten und dann in die Kiste. Heißt, wir haben hier 1, 2, 3 Blöcke und das wäre dann hier unsere Kiste, die bisher da ist. Aber wir könnten auch von der Kiste hier aus machen, dann hätten wir 1, 2, 3 und dann wäre da unten die Kiste. Aber ich will das System ein bisschen anders machen. Denn wir können hier, guck mal, wir bauen hier nämlich später dann das nämlich ein bisschen, naja, besser als es ist, wie es jetzt halt ist, ne? Heißt, wir setzen hier Kisten hin. Oh Mist. So, hier kommen Kisten hin. Und davon stapeln wir mehrere übereinander. Weil dann können wir es so machen, dass der Hopper hier reinführt und es trotzdem sortiert wird. So, jetzt ist die Frage. Oh, das war sehr gut. Jetzt ist die Frage, wie hoch können wir diese Kisten bauen, dass ich immer noch von einem Half-Slab aus die Range habe, dort ranzukommen. Dann würde ich sagen, machen wir das auf eine 5er Blockhöhe, dass wir die untersten Kisten haben und dann jeweils die obersten. Und dann machen wir auf jeden Fall ein Kistenlager. Die Frage ist, machen wir nur 2 Blöcke Kisten oder machen wir 5 Blöcke Kisten? So, jetzt haben wir 15 oder 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt haben wir 15 Doppelkisten pro Einheit. Die Frage ist jetzt, wie viele Kisten brauchen wir circa für jedes Item? Das Ding ist, Goldbarren, also wirkliche Barren, würde ich wirklich nur 15 Kisten für machen. Weil wenn wir 15 Kisten voller Goldbarren haben, dann sind wir halt einfach die Bosse des Todes.
Also wirklich, als wenn die 15 Doppelkisten jemals voll werden, sind wir halt einfach krass. Und die Goldbarren kann man zur Not auch dann zu Blöcken umcraften, die wir irgendwo anders einlagern. Das ist kein Problem. Was aber natürlich auch übelst gut wäre, wäre, wenn wir von hier aus irgendwie noch uns auch dorthin hinarbeiten, dass unser Lager nicht dahin geht, sondern hier einmal um die Kurve und dann nach dort, weil ich will relativ nah an dem Portal eigentlich sein, dass wir hier nicht immer Stunden verbringen müssen, um an die Kisten zu kommen. So hätte ich mir das ungefähr vorgestellt. Was wir auf jeden Fall nochmal ausprobieren müssen, ist, wenn wir hier ein Portal hinsetzen, wo wir in der Oberwelt rauskommen. Denn ich kann mir vorstellen, dass es sogar ziemlich nah an unserem Hafen ist, weil theoretisch sind das von hier aus exakt 40 Blöcke. Heißt, in der Oberwelt wären das. Okay, in der Oberwelt wären das doch ein paar hundert Blöcke. Okay, dann hat sich das erledigt, leider. Naja, auf jeden Fall kümmere ich mich jetzt hier mal drum, weil hier kommen ja jetzt immer unsere Kisten hin. Ach, Leute. Oh, Scheiße. Da ist ein Paket für mich angekommen. Da musste ich kurz mal. Ne? So, jetzt aber. So, hier hätten wir jetzt erstmal die erste Kistenreihe. Wo wir schon mal ein paar Items einsortieren lassen könnten, was ich jetzt auch direkt erstmal ausprobieren will. Das Ding ist halt wirklich, wir brauchen, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel Eisen dafür. Also ich dachte eigentlich, dass wir das Eisen niemals verbrauchen können, aber ich glaube, für automatische Kistenlager ist das auf jeden Fall möglich, dass wir das ganze Eisen verbrauchen. So, und rein theoretisch, wenn ich den Hopper noch gesetzt habe, ist das hier schon der erste Abteil der Sortiermaschine. Bedeutet, hier laufen wir im Prinzip, das sieht man ja dann, das wird hier im Prinzip alles überdacht, in Anführungszeichen. Das wird halt da wird ein schönes Design für gemacht und dann müsste das alles funktionieren. Wenn ich noch mehr Platz hier brauchen sollte, ich muss ja nicht unbedingt in alle Kisten gucken. Ich kann ja genauso gut mir von hier unten einfach irgendein Item rausnehmen. Sagen wir, die Doppelkiste hier ist voll. Ich nehme was raus, wird das ja alles direkt nachgefüllt. Nee, genau, stimmt, das wird nicht direkt nachgefüllt. Trotz dessen könnte man hier zur Not einfach Leitern oder irgendwas ranbauen, damit man hochkommt und die Kisten leeren kann. Oder so, also wenn wir mehr Platz brauchen, unbedingt, kann man das alles glücklicherweise nach unten erweitern. Deswegen habe ich es auch so gebaut. Ich habe das aber auch dazu gebaut, dass wir halt bestimmte Items direkt la brennen lassen können oder direkt zu irgendwas anderem verarbeiten können. Ja, und seht ihr, dafür ist es gut, weil mir fällt jetzt zum Beispiel auf, wenn wir hier unsere Half-Steps haben, kommen wir da locker easy noch ran. Das Ding ist, selbst wenn wir unsere Half-Steps hier haben und hier noch Doppelkisten hätten, kommen wir mit einem Sprung dort oben noch locker easy ran. Ja, okay, dann mache ich das so, dann ist mir das relativ egal, ob das gut aussieht oder nicht. Aber mir geht es gerade wirklich darum, dass ich. Also wirklich jetzt, Leute, ich habe wirklich Angst, dass die Doppelkisten nicht reichen werden. Weil ich genau weiß, wie viel Zeit ich noch in diesem Nether verbringen werde, wie viel ich hier noch AFK stehen werde und wie viele Items hier noch produziert werden. Und ich echt keinen Bock habe, hier irgendwann nochmal hinkommen zu müssen und das noch irgendwie zu erweitern oder neu bauen zu müssen. Und dann baue ich es lieber jetzt gleich richtig, richtig viel zu viel und viel zu mega viel. Und ich sage euch jetzt schon, das wird nicht zu viel sein. Aber wie gesagt, ich baue jetzt lieber viel zu viel, anstatt am Ende dazustehen und das halt alles nochmal neu bauen zu müssen. Heißt, wir haben jetzt 2, 4, 6, 7 mal 3, also 21 Doppelkisten pro Item. Was ich jetzt schon weiß, ist, dass ich für Wooden Flash zum Beispiel oder für die Goldklumpen, da werden 21 Doppelkisten im Leben nicht reichen. Und übrigens bin ich richtig schön doof, weil ich dachte wirklich, das hier reicht schon. Dabei fällt mir jetzt gerade erst auf, dass wir hier hinter den Trichtern ja auch noch eine ganze Konstruktion bauen müssen. So Leute, naja, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde sagen, den Rest bauen wir morgen. Ich hoffe auch übrigens, dass das Video hier lang genug geht, weil ich überhaupt gerade nicht einschätzen kann, dadurch, dass mein Paket kam, wie lang ich jetzt gesprochen habe oder wie nicht. Falls nicht, wird das hier eine kürzere Version des Videos oder der Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder. Bis dann und ciao.